Letztes Jahr feierte Subaru Deutschland 40-jähriges Bestehen auf dem deutschen Markt. Heute ist es Zeit für mich ein bisschen zu feiern, denn der erste Pressetestwagen hier bei UbiTestet steht jetzt mit mir hier vor der Kamera. Und zwar der Subaru Forester 2.0 EE in der Platinum-Ausstattungsvariante, also der höchsten Ausstattungslinie. Ich habe mir genau dieses Auto ganz bewusst ausgesucht, denn ich bin der Meinung, dieses Fahrzeug müsste das perfekte Familienauto im Programm der Japaner sein. Ob das der Fall ist, das werden wir heute herausfinden. Wir nehmen den 2 Liter Vierzylinder Boxermotor, einen Saugmotor, und wollen einfach mal herausfinden, was er zu leisten imstande ist auf unserer Verbrauchsrunde, die immer gleich abgefahren wird und über 110 Kilometer lang ist. Dabei fahren wir 50% Überland, bergauf, bergab, 40% Autobahn mit 140 Stundenkilometer Topspeed, wenn möglich, und 10% ist unser Stadtverkehranteil. Der Subaru Forester ist schon ein SUV, mittlerweile schon wirklich richtig groß geworden, hat einen permanenten Allradantrieb, ein stufenloses Automatikgetriebe und wie gesagt einen 2 Liter Vierzylinder Saugmotor, der an ein Mild-Hybrid-System gekoppelt ist. Also im Endeffekt ein paar interessante Features, die hier schon drinnen sind, und wie sich das dann natürlich auf den Verbrauch und auf den Alltag ausschlägt, das werdet ihr jetzt erfahren. Wir schauen uns natürlich auch die Platzverhältnisse an und ihr kriegt auch einen Fahreindruck von mir, sowie am Ende natürlich die Endabrechnung, was der Wagen verbraucht hat und was er kostet, sowie meine persönliche Meinung. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, dem Ganzen ein Like zu geben für den Algorithmus und unten eure Meinung zum Subaru Forester in die Kommentarbox schreiben, damit wir am Ende dieses Videos auch diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem Subaru Forester. Wenn ihr an Subaru denkt, was fällt euch dazu als erstes ein? Mir persönlich Rallye-Sport. In den 90er Jahren hat sich Subaru wirklich ja schon richtige Fights geliefert mit Mitsubishi im Rallye-Sport. War immer die große Frage, für wen ist man? Ist man eher bei Subaru mit dem Impreza oder ist man eher bei Mitsubishi mit dem Lancer? Ich konnte es nie für mich beantworten. Wie schaut es für euch aus? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Heute sind wir aber mit der zivilen Version unterwegs, und zwar dem Subaru Forester, der sich zu einem echten Familien-SUV gemausert hat. Gerade die Abmessungen 4,63 Meter Länge, 1,73 Meter Höhe und eine Fahrzeugbreite von 1,82 Meter ohne Außenspiegel wohlgemerkt, sowie eine Bodenfreiheit von 220 mm und der permanente Allradantrieb mit einer Normalverteilung von 60% an der Vorderachse, 40% an der Hinterachse sorgen dann dafür, dass dieses SUV nicht nur on, sondern auch offroad eingesetzt werden kann und möchte. Ich habe den Wagen aber nur onroad genutzt. Und dafür sind natürlich auch die Platzverhältnisse eben sehr wichtig. Und die elektrische Heckklappe öffnet weit, kann auch eingestellt werden in ihrer Höhe und
gibt dann den Laderaum frei, der 509 bis 1751 Liter maximal fasst, was in Zahlen noch weiter ausgedrückt eine Bauraumbreite von 110 cm zwischen den Rathäusern entspricht, bis 130 cm maximal. 80 cm ist die Laderaumhöhe und wir haben eine Laderaumtiefe von 90 cm hinter der Rücksitzbank oder aber maximal 198 cm. Auf der Rücksitzbank hier im Subaru Forester sitzt es sich nicht nur sehr, sehr angenehm, man hat auch sehr viel Kniefreiheit und Kopffreiheit, sondern man sitzt auch leicht erhöht auf einer sehr straff gepolsterten Bank, hat auch einen sehr guten Rundumblick durch große Fensterflächen. Isofix gibt es auch an den Außenpositionen für die Kinder, sowie eine Mittelkonsole mit Luftausströmern, zwei USB-Anschlüssen und Sitzheizung für die Außenpositionen, also ein richtig dicker Daumen nach oben für so viel Komfort im Fond. Einziger kleiner Wehmutstropfen für mich, es liegt leider trotz abgedunkelter Scheiben nicht die Möglichkeit von Sonnenschutz-Olos. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann auf wirklich gut ausgeformten Sitzen, leider nicht sonderlich viel Seitenhalt hier auf dem glatten Leder, dafür aber eine große Sitzfläche, gute Schenkelauflage, elektrisch verstellbare Sitze hier, vorne Fahrersitz sogar mit Memory-Funktion und ein weit einstellbares Lenkrad in Höhe und Tiefe. Der Blick dann auf die Armaturen gibt dann auch einen sehr klaren und soliden Eindruck wieder, vor allem weil hier immer noch analoge Rundinstrumente im Kombi-Instrument ihre Verwendung finden. Wir haben ein Bordcomputer-Display im Kombi-Instrument und ein weiteres Instrumenten- oder Bordcomputer-Display hier auf dem Armaturenträger in der Mittelkonsole. Darunter dann ein 8 Zoll großes Media-Infotainment-System, was auch Apple CarPlay und Android Auto via Kabel einzig unterstützt. Eine Klimaautomatik mit zwei Zonen sowie Sitzheizung, Lenkradheizung für angenehmen Reisekomfort und dahinter dann der Automatikhebel sowie etwas weiter hinter dann noch der X-Mode-Regler für den Allradantrieb, bei dem man dann eben noch Matsch und Schnee oder eben Dreck einstellen kann. Die Verarbeitung ist wirklich gut, die Materialien ebenfalls mehr als solide, sind auch eher ein bisschen robuster, also auch hier die Abwaschbarkeit und die Pflegeleichtigkeit stehen hier auf alle Fälle auch im Vordergrund. Pflegeleicht soll der Wagen natürlich auch den Alltag bestreiten. Dafür haben wir einen 2 Liter Vierzylinder Boxer Saugmotor hier unter der Motorhaube werkelnd. Der wird noch unterstützt von einem Elektromotor, welcher sich im Gehäuse des stufenlosen Automatikgetriebes hier befindet. Die Leistung 110 kW bzw. 194 Newtonmeter leistet der Antrieb. Der kleine E-Motor unterstützt hier mit knapp 13 kW Leistung bzw. 66 Newtonmeter, so im unteren Drehzahlbereich. Im Fahrbetrieb ist das allerdings kaum spürbar, wie hier eine Unterstützung geliefert wird oder geleistet wird. Das zeigt sich auch so ein bisschen bereits bei den Fahrleistungen, denn mit 11,8 Sekunden von 0 auf 100 ist der rund 1,8 Tonnen schwere Forester sicherlich jetzt kein Dynamiker vor dem Herren, was er in dieser Form auch überhaupt nicht sein will. Der Forester steht hier vielmehr für sanftes Cruisen und auch ein gutes
Offroad fahren, denn dafür ist dann gerade das stufenlose Automatikgetriebe gut, was sich perfekt anpassen kann und gerade beim Anfahren an steilen Bergen die Drehzahl so optimal anpassen kann und das Drehmoment damit auch abrufen kann, um es sehr, sehr harmonisch, wie gesagt, sich im Gelände fortzubewegen. Auf der Straße sorgt dafür, dass dieses stufenlose Automatikgetriebe allerdings eher für, naja, ein bisschen Frust, wenn man denn eben dynamisch unterwegs sein will. Im komfortablen Bereich ist das einfach gar kein Problem. Da bleibt die Drehzahl nämlich sehr, sehr angenehm, sehr niedrig. Vor allem, er versucht dann auch gerne so mit um die 1000 bis 1200 Umdrehungen nur so ein bisschen dahin zu bummeln. Das Drehzahlniveau bleibt also sehr niedrig, auch die Akustik. Der Motor bleibt nämlich sehr dezent im Hintergrund, arbeitet eh schon vibrationsfrei durch diese Boxerweise, die hier wirklich gut umgesetzt ist. Zudem haben wir auch so eine schöne Saugercharakteristik. Er braucht einfach Drehzahl, um dann einfach seine Leistung abzurufen. Dabei wird er allerdings dann schon wirklich akustisch ja eher etwas präsenter, fast schon ein bisschen laut, vor allem im oberen Drehzahlbereich, was ein bisschen schade ist und einfach auch nicht so zu diesem Komfortgedanken hier entspricht. Dafür aber ist das Fahrwerk vorzüglich. Es dämpft wirklich gut Unebenheiten der Straße weg. Auch Wellen oder eben Frostaufbrüche werden hier gut von den Innensassen ferngehalten. Die Lenkung ist angenehm direkt sogar, hat auch eine gute Rückmeldung von der Straße, nicht zu leichtgängig, hat sogar auch noch eben ein bisschen Kraft braucht es dafür. Und das finde ich ganz gut, wie Subaru hier eine gute Lösung gefunden hat zwischen Direktheit und auch Leichtgängigkeit. Leichtgängig lässt sich der Wagen auch im Alltag bewegen aufgrund von vielen Assistenzsystemen, die bereits hier in der Basis schon eine Serie sind. Unter anderem haben wir den Totwinkelüberwachung, wir haben aktive Spurführung und Abstandsregelung hier an Bord sowie ein Kamerasystem, was den Fahrer bzw. die Augen des Fahrers überwacht, ob der auch wirklich die Augen nach vorne richtet oder eben mal von der Straße hat. Und da wird er dann auch gleich darauf hingewiesen, dass er sich doch bitte auf den Verkehr konzentrieren möchte. Was durchaus vielleicht etwas erst einmal seltsam ist, aber einen dann immer wieder so ein bisschen dazu ermuntert und oder realisiert, wie wenig man oder wie oft man sich vielleicht doch auch mal ablenken lässt vom normalen Verkehrsgeschehen. Genießen, das kann man mit dem Subaru Forester durchaus richtig gut. Der Wagen dient so ein bisschen zum Abschalten aus dem Alltag. Sehr komfortabel, sehr ruhiges Fahrverhalten und man muss ihn auch eher ruhig fahren, damit man ihn auch entsprechend seiner Qualitäten auch optimal einsetzt. Wenn man durchaus mal Offroad fahren will, ist die Möglichkeit gegeben. Genügend Bodenfreiheit, der sehr gute Allradantrieb, der bekannt ist. Bei den Kosten ist natürlich jetzt die große Frage, wenn man sich überlegt, wir haben hier einen 2 Liter Vierzylinder Saugmotor, der hier ein durchaus schweres Fahrzeug bewegen muss, dann kommt man ja so ein bisschen ins Grübeln, ist denn sowas noch zeitgemäß in der heutigen grüne Welle Diskussion, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ist es, denn aufgrund des elektrifizierten Antriebes sind auch kurze Strecken mit dieser 0,6 Kilowattstunden fassenden Lithium-Ionen-Batterie rein elektrisch möglich. Zwar nicht die 1,6 Kilometer, die Subaru hier angibt, aber immerhin so mal 600, 700 Meter haben wir schon geschafft, auch mal im Stadtverkehr, gerade so 30er-Zonen, Stadtverkehr, Stop and Go. Dafür fährt der Subaru Forester komplett elektrisch und das, wie gesagt, für ein Mild-Hybrid-System respektabel. Beim Verbrauch spiegelt sich das Ganze dann nämlich auch wieder. 6,7 Liter ist der angegebene WLTP-Wert. Den haben wir zwar nicht ganz erreicht, aber 6,9 Liter hat der Bordcomputer ausgespuckt und 6,8 Liter waren es dann am Ende
was ich nachgetankt habe. Und das ist schon sehr respektabel, wie ich finde. Mit dem kleinen 48-Liter-Tank kommen wir dann so rund 695 Kilometer weit. Das ist in Ordnung, guter Aktionsradius. Ja, auf der Autobahn fängt er dann ein bisschen mehr an zu trinken. Ich kam über den Gesamttestzeitraum von 14 Tagen über 7,3 Liter aus und das zeigt eigentlich auch, dass der Wagen sehr sparsam zu bewegen ist, wenn man ihn entsprechend richtig auch einsetzt. Mir hat er richtig gut gefallen. Beim Preis sieht es so aus, 34.990 Euro ist der Basispreis mit der Trendausstattungsvariante. Da ist schon sehr, sehr viel drin, wie LED-Scheinwerfer, volles Assistenzpaket oder 17 Zoll Leichtmetallräder. Darüber liegt Trend, Active, Komfort, Platinum. Platinum steht hier, voll ausgestattet, 44.180 Euro. Guter Preis, wenn man es überlegt, Platzverhältnisse, Komfort, Reisen. Aber ihr bekommt noch 5 Jahre Garantie bis 160.000 Kilometer. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und ihr könnt das Ganze sogar erweitern auf 8 Jahre und 200.000 Kilometer, also 8 Jahre oder 200.000 Kilometer. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Das zeigt auch, wie viel Vertrauen Subaru hier in diese Fahrzeuge reinlegt und dieses Vertrauen geben die Kunden auch gerne wieder zurück, weil sie schlicht und ergreifend mit der Marke sehr verbunden sind und auch wenige Probleme mit den Fahrzeugen haben. Also eine echte Kaufempfehlung, ein kleiner Underdog hier in einem wunderschönen Blau, wie ich persönlich finde. Jetzt seid ihr aber dran, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, was ihr zum Subaru Forester sagt, was ihr zum Video sagt. Abonniert diesen Kanal. Gebt dem Ganzen ein Like und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi.